Salvete spectatores, spectatricesque. Hodie una nova sequentia. Fuchsen guckt schon so. Wir spielen nämlich. Wir spielen mit einem Fuchs. Ja, und einem. Bing. Da spielen wir nämlich was? Hier. Das mit dem Blondchen. Das mit dem Blondchen. Ja. Blond of Persia heißt es. Blond of Persia. Yes. Und wir sind in Level 5. Du tockst gegen das Mikrofon. Ich tocke gegen das Mikrofon und tocke hier. Ich krieg wieder diese komische Anzeige hier. Das, ja, wieder jetzt das Push. Ist sehr gut. So, ja, Push, ja, ich hab die mal weggemacht. Push ins Körbchen. So. Und Leute, wir haben tatsächlich uns jetzt wieder hier hingespielt, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar innerhalb von 15 Minuten. Innerhalb von 15 Minuten. Und das ist Level 5. Man muss das mal deutlich aussprechen. Wir sind nur leider etwas laut. Vielleicht kannst du mal gerade äußere... Das kann ich mal. Das wir das, weil das ich jetzt, ne, denke jetzt auch, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen laut. So. Ja, dann kann ich das wenigstens, oder wir gleich schnell synchronisieren und so. Auf guck mal, jeden da ist auch Magenti wieder. Mhm. Hier, Magenti Sebirasli. So, also was gibt's Neues? Wieder die typische Frage. Fuchs, das irritiert mich, wenn du mich das fragst. Ja, das weiß ich. Weil ich doch eigentlich jemand bin, also ich bin, wenn ich einen guten Tag habe, dann bin ich ein Hobbit. Normalerweise bin ich ein Ent. So, was das meine Vorliebe für Veränderungen im Leben und sowas alles angeht. Ich weiß, hier ist nichts, aber ich möchte für unsere Zuschauer nochmal gerade zeigen, wie schön das da ist. Ich habe ja auch immer noch die Theorie, dass er vielleicht, dass man ihn besiegt und dann kriegt man das Leben oder so. Ja, genau. Punkt. So. So nicht. So auch nicht. Ach ja, so. Jetzt muss ich nicht jedes Mal wieder laden, ne? Nein, das wäre ja Cheating. Nee, ab jetzt läuft ja die Aufnahme. Jetzt läuft die Aufnahme. Wir haben nämlich die Speicherfunktion gefunden, Leute. Und wir haben sie nicht mal gebraucht. Grade. Echt nicht, das ist der helle Wahnsinn. Könntest du auch mal was Sinnvolles machen hier? Hallo? Hab ich. Alles gut, Fuchs. Und er war unfair. Er hat gecheatet. Ja, mindestens, wenn nicht zwei. Ja. Wenn ich zwei. Ja, das sag hier sehe ich. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz Brings zitieren. Borka, 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 vom Ring bis an die Orga. Nee, was war das? Borka. Oh je. Wir lassen das jetzt mit den Grenzflüssen auch. Ist sonst richtig. Kommen wir auch in diese Strophe da von unserer Nation, also die nicht unsere von der Mars bis an die Memel, von der Edge bis an den Belt, ja. Hm? Ja. Ja. So ist es nämlich. Mhm. Weihnachtsbaum. Ja. Lichter Traum Weihnachtsbaum. An dieser Stelle grüßen wir alle Dichter auf der Welt, besonders die Klempner. Apropos Klempner, habe ich erzählt, dass mein Heißwasserboiler am Popo ist? Du hast es nicht nur erzählt, man hört es auch. Ja, es ist der helle Wahnsinn, das blöde Ding ist also sowas Nerviges. Man sollte meinen, dass Gaswasserinstallateure in der Lage sind, aber sind sie ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es der Installateur war. Vielleicht ist ja das Ding einfach auch schon so alt jetzt, dass es... Naja, guck mal, ich wohne jetzt seit 4 Jahren hier in der Wohnung. Ja, und weiß nicht, wie alt das Ding vorher war, oder? Und ich vermute, dass das Ding höchstens 10 Jahre alt ist. Echt? Älter wird das nicht sein. Meinst du? Glaube ich nicht. Das hat ja schon Computer drin. Weißt du? Ja. Oh, okay. Das hat eine Computeranzeige drin. Also so eine, wie heißt das? LCD, LED... Gedöns hat das, Kinder gerne haben, jetzt konzentriere dich. Ja. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich mich auch konzentriert. Ja, hast du nämlich jetzt hier auch wieder Eumel da oben mit den grünen Turnschuhen. Wieso hat er eigentlich grüne Turnschuhe? Wieso habe ich keine grünen Turnschuhe? Und warum kann er sich einfach von einem Screen in den anderen weg? Ich bin kein Freund davon, muss ich wirklich sagen. Da muss er ja rüber. Da muss ich ja rüber. So. Ach, schön, wie die Apfelschorle auch wirkt. Das ist herrlich. Mhm. Aber ich glaube, bei dem Spiel muss man auch ein bisschen Apfelschorle haben. Ich bewundere ja, dass du heute keine Apfelschorle hattest. Ah, nur weil es mir wieder körperlich ein bisschen dreckiger geht. Oh! Sonst hätte ich heute mal wieder Apfelschorle. Oh! Das ist die Rache des Pinky. Das ist Rache des Pinky. Weißt du vor allen Dingen, was noch entscheidend ist als Rache des Pinky? Was denn, dass das Tor ich habe meine Brille nicht auf. Hast du gar nicht. Kannst du mir mal meine Brille geben? Soll ich sie dir mal aufsetzen? Das wär toll. Von Pinks Gnaden gebrillt. Das ist bestimmt total gut, wenn ich das mache. Es wird scharf. Jetzt habe ich dem Fuchsen gerade die Ohren eingeklemmt. Ah, es wird scharf. Ja, jetzt kann ich wieder... Oh, wir spielen Prince of Persia. Nicht Wolke neben Wolke. Ach so. Ich war noch bei Eischilos. Naja. Wenn ich ein Völklein wäre. So geht das, gell? Wenn man Vöglein wäre, heißt das, ne? Ich war noch dabei, mir irgendwelche Gutmenschen auf den Fußboden zu tapezieren. Ach oder so. Wie hat der das gemacht? Ich weiß nicht. Mit einer grünen Spraydose. Natürlich. Mhm. Und ich glaube sogar der Inhalt der grünen Spraydose war auch. Wow! Ja. Ich sag mal so, wow! Ja. Weißt du? Ja.
Das ist mal ein Zeichen, das weißt du? Das macht die Welt ein Stück weit besser. Mhm. Ja, das ist wirklich total gut gewesen. Und gar nicht antiquiert oder lächerlich. Nein. Das war einfach gut. Ja. Ich muss sagen, dass ich mit so Symbolhandlungen sowieso mal meine Probleme habe, weil ich mir dann vorstelle, wie viel Geld da reinfließt, so eine Symbolhandlung also zu erdenken. Zu symbolisieren. Und dann die Sachen zu kaufen und dann das durchzuführen und aufzuzeichnen. Und ich so denke, kann man nicht mit dem Geld eigentlich vielleicht auch ganz andere Dinge machen? Ja. Mal ins Kino gehen. Ja. Oder so. Weißt ins du? Kino ist sowieso, man geht viel zu selten ins oder, Kino. Oder sich eine neue Erweiterung für Sims 4 kaufen. Oder Sims ja, irgendwas, 4. Irgendwas, was weißt die Welt du, ja. wirklich besser macht, ja. weil ein Mensch dann wenigstens entspannter ist als vorher. Das frage ich mich dann immer, anstatt Sims dass man eine... Was hast Guck du gesagt? Ich sterbe schon fast, weil du Sims 4 gesagt hast. Aber ich habe ja nur Sims 4 gesagt. Ich weiß, da war Patchouli. Ich völlig... Sul-Sul. War ich völlig Banane, deswegen Sims Weißt du, dass 4. ich eigentlich große Lust hätte dazu... ein Let's Play zu machen? Ja. Vielleicht guckt sich sowas an. Ich meine, ohne Also Quatsch, ich gucke tatsächlich es Let's gibt Plays ja, von Sims. Es gibt ja auch... Willst du es rechts weglassen? Ja, ich habe jetzt gedacht, komm, weißt du, was kostet die Welt? Ja. Du im Zweifel auch nur Geld. Eben. Nee, also. Oder das Leben. Uns jetzt da nochmal dieses Spiegeldingen da anzugucken. Ich meine, warum? Ne? Weil es so schöne grüne Turnschuhe hat. So, apropos grüne Turnschuhe. Nee. Nee. Nimm mal hier bitte. Ja, Eumel. Nimm mal hier Eumel gerade. So. Ich habe rote übrigens. Turnschuhe? Was hast du für welche? Weiße mit orangenen Streifen. Na, du bist wieder fancy hier, fancy Fox. Ja. Kannst du mal meine Apfelschorlenflasche da wegnehmen? Ich sehe ja, gar nicht, wie viel Leben er noch... Ich habe schon vorhin gedacht, dass du da so durchgucken kannst. Weißt du? So, ich finde es übrigens toll, dass du Apfelschorle aus Glasflaschen trinkst. Das ist ja auch ein wertigeres Gefühl. Auf jeden Fall. Und das ist auch total umweltschonend. Du glaubst gar nicht, wie umweltschonend das ist. Das ist der helle Wahnsinn. Ich bin ja so umweltschonend, wie nur irgendwie was sein kann. Was habe ich jetzt gemacht? War wahrscheinlich gar nicht mal so gut, ne? Du hast uns für alle Zeiten da drin eingeschlossen. Und Scheiß. Was habe ich jetzt gemacht? Du hast den Tod beschworen. Nee, ohne Quatsch, was mache ich denn jetzt? Steuerung A drücken. Okay. Gut, haben wir auch mal Steuerung A ausprobiert. Das ist auch ganz schön. So. Polka, polka, polka. Vom Ring bis an die Wolga. Polka, polka, polka. Der Bitter und die Olga. Der Penis und der Wodka. So, ich sag nochmal Sims 4, polka, polka, das verschafft ja deinem Gegner einen unfairen Vorteil. Mm, Sims 4 ist richtig. Siehst du, ich krieg direkt auf die Mütze. Ist ein lustiges Spiel. Lustiges Spiel, ja. Was hab ich eigentlich? Hab ich Sims 4 eigentlich auch? Sag nee, mal. 3, du hast 3. Ich hab 3. Und ich glaube, ohne alle Erweiterungen, deswegen fandst du das ziemlich öde und langweilig. Ja, das kann sein. Ich hab auch Sims 1 und 2 gehabt. Krass. Ja. Sims 1 hatte ich, war tatsächlich das einzige Spiel, was ich geschenkt bekam vom damaligen Freund meiner Mutter. Wir haben in einer vorherigen Folge schon mal von ihm gehandelt. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt jemals Spiele verschenkt. Ja, da hat er, und das Witzige war, dass er das Spiel, ich musste ja früher immer um 8 Uhr schlafen gehen. Natürlich musste ich. Und er hat das Spiel vorher schon angespielt, sozusagen. Mhm. Und hat das, blöde Sack da. Ja, aber wirklich. Das hätten wir jetzt so gut brauchen können. Und dann habe ich das Geschenk bekommen. Und dann habe ich mir Sims 2, das kam ja etwas später raus, klar. Ach. Wahrscheinlich deswegen auch 2, man weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte Bock mal eine Buchreihe zu schreiben und dann random die verschiedenen Bände rauszuhauen. Ohne Quatsch, das hat doch George Lucas gemacht mit aua, scheiße. Das war jetzt eher Entschuldigung. Ein Das war das SCH-Wort. Ja. Wir haben auch schon dafür, Arsch gesagt. Dafür was? Kriegst du jetzt aber auch dafür, da musst du jetzt auch noch für 5 Minuten länger in die stille Ecke. Mhm. Wobei ich das immer nicht aushalte, wenn der Fuchs so traurig guckt und so. George Lucas hat... Hat ja auch die erste Folge, stimmt. die rausgehaut hat. Rausgehaut. Hat er rausgehaut. Rausgehaut, rausgehaut. Das geht leider nicht. Schade. Nee. Das war so klug gedacht von mir. Leider... Das war ja klug gewünscht eigentlich. Ja, das war echt klug gewünscht. Naja, gut. Gewünscht. Meine kleine Schwester, lieben Gruß an Knautschi an der Stelle, hat früher immer bei diesen SCH-Wörtern hat sie so ein K eingebaut. Mm. Gewünscht. Natürlich. So. Der größte Knaller für die Familie war, wenn sie Hubschrauber gesagt hat. Aha, nämlich? Was hat sie gesagt? Eigentlich hat sie das Wort ziemlich schnell, ziemlich richtig ausgesprochen, aber sie hat so... Oh, wo hallo. Kommt denn der her? Ja, durch die Tür. Der ist einfach durch die Tür hier durchgegangen. Durch die Tür, du. Ja, das finde ich auch ein bisschen cool. Wie die sich
schau mal, bewegt man sich beim Fechten wirklich so? Frech ist das. Das ist doch wirklich das aller... Jetzt bin ich hier schon wieder... Leute, jetzt hat es nochmal gerade Töck gemacht. Ich muss jetzt hier mal gerade... Ich weiß jetzt sowas. Du musst hier jetzt mal durchgreifen. Fuchs hart durchgreifen. Durch. So sieht es nämlich aus, ja. Ich spreche auch schon gar nicht mehr durch den Popschutz durch. Nee, machst du das auch gar poppt nicht. Die ganze Zeit bestimmt bei den Zuschauern und Zuhörerinnen. Fuchsen. Ja. Ich habe ja einen Popschutz, der viermal so viel gekostet hat wie deiner, obwohl er nur die Hälfte abfedert oder so. Aber kannst du mir erklären, wofür, also wogegen genau der ist? Der Popschutz sorgt dafür, dass... dass die Luftströmung, die relativ gebündelt, es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen schwachmatisch rede, relativ gebündelt aus dem Mund herauskommt, häufig, also zum Schalltransport, ja. Dass diese Luftströmung sozusagen doch auch ruhig weiter, divergiert. Ja. Also dass das auseinander geht. Okay. Ja? Und dadurch, dass das verteilt wird, ist es nicht mehr so stark. Ah, das heißt, wenn ich da reinpuste, dann klingt das nicht so unangenehm, als wenn ich ohne reinpuste. Ja, es ist sogar nicht nur reinpusten, sondern wenn ich jetzt es ist es sage, ist es oder ja, so. Dann ist dieser Luftstrom wird eben schon zerteilt. Cool. Insofern ist Popschutz was super, super Wichtiges. Und ab 6 Membranen spricht man von explosionssicherem Popschutz. Das heißt natürlich nicht tatsächlich, dass da eine Explosion durchgehen kann, sondern, schon klar. Der einfach sehr, sehr gut ist. Vielleicht brauche ich sowas. Ich habe eine Neigung zu extremen Geräuschen gelegentlich. Ja? Klar. Klar. Hier mit Zwerchfell und so. Ja gut, du hast das ja auch hier richtig gelernt mit Zwerchfell und so. Ja. Das Zwerchfell, das habe ich, also das war immer die Hauptsache. Na. Och, das ist doch das allerletzte jetzt hier. So. Ding, 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 ding. So, jetzt aber. Sehr schön. Jetzt kommt hier direkt der nächste. Oh je. Oh je. Tja, da waren wir tot. Da waren wir tot geblieben. Nee, es geht immer noch nicht. Nee, das ist schade, ich muss immer erstmal einmal links. Ich verstehe das, dass du eher rechtslastig bist, aber auch wir müssen das machen. Ja, ist ärgerlich. So. Oh, komm, jetzt hier nicht. Bilde ich mir das eigentlich ein oder hält er seinen Säbel ähnlich wie Guybrush Threepwood? Also unser Kumpel hier. Ja, könnte sein. Könnte sein. Was machst du da? Ich nehme mal die andere Shift-Taste, weil ich das Gefühl habe, dass die rechte Shift-Taste gar nicht so sehr auf mein Kommando hört. Nee, ist sie nicht so responsive? Keine Ahnung, bilde ich mir wahrscheinlich gerade ein. Ich benutze die rechte Shift-Taste nie. Wir könnten über die andere Salz streuen. Löst sie sich dann auf wie eine Schnecke? Nee, ich dachte eher so, das ist dann so eine Erziehungsmaßnahme. Ah, okay. Weißt du, so aus der guten alten Zeit. Mhm. Als man Kinder noch essen durfte. Jawohl. Ja. Ja. Mhm. Was war es beim letzten Mal hier? Pedo, hast du nicht gesehen? Ach ja, der Pedo-Frosch. Pedo-Frosch? Hallo, liebe Kinder. Heute ist wieder euer Pedo-Frosch mit an Bord und du wolltest hier... den Skywalker machen. Aber nur weil er blond ist und was Weißes anhat, heißt das nicht, dass er... Schade eigentlich, ist sehr, sehr schade. Dass er nicht die Mark Hamill Gedächtnisfrisur hat, ja? Mhm, okay. Naja. Vielleicht hat er die aber schon, man weiß es gar nicht. Ich finde, das hat schon so was Onduliertes auch. Ja. Das war auch schön. Das war sehr schön. Haben wir nicht gebraucht, aber es war sehr schön. Wir haben das überhaupt nicht gebraucht. Warum wohl ist dieses Fenster zugemacht? Guck mal hier. Darüber haben wir, das ist... Guck mal, ist das nicht toll hier? Das ist super. Ich krieg schon Muskelkater vom Zusehen. Ja. Was machst du denn da? Ich würde einfach gerne hoch, aber ich glaube, dass er noch in seiner Bewegung auch drin ist. Ja, weißt das du? Ist ja auch sehr. Ist auch in seiner Bewegung noch drin. So, jetzt kann ich, weißt du? So. Mhm. Ja, verstehe. Man muss ja auch ein bisschen, das ist ein bisschen wie mit dem Tanzen bei ihm. Oh, ich bin leider gar kein so guter, also das musst du mir sagen, wie das ist. Wenn du da einmal in der Bewegung drin bist, dann machst du eher noch eine Figur hinterher, weißt du? Mhm, Das ist, glaube ich, bei ihm auch viel. Das hat mit der Trägheit zu tun, oder? Genau, und bei ihm musst du halt wirklich auch die Trägheit mit bedenken. Unser Physiklehrer hat uns das mit dem Weltraumschlachter erklärt. Aha. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur, dass dieser Weltraumschlachter... Ich bin ruhig.
dass dieser Weltraumschlachter in seinem Raumschiff gesessen hat und dann irgendwelche Hackfleischklumpen gegeneinander geworfen hat, um festzustellen, welches jetzt eigentlich schwerer ist. Denn in der Schwerelosigkeit kannst du ja nicht wiegen. Mhm. Aber weil die Masse gleich bleibt, kannst du die, wenn du sie mit gleicher Kraft gegeneinander wirfst, ja, Physiklehrer halt. Man hört es schon, oder? Ja, das ist so ähnlich wie man häufig Textaufgaben hat. Und ich sag jetzt mal, Peter kauft ein. Ja? Und der Witz ist, also ich heiße jetzt nicht Peter. Nee, du hast ja Fuchsen. Eben. Aber dass da häufig halt eigentlich auch mein, weißt du, so. Fuchsen kauft ein, wir kennen alle diese Aufgaben. Das steht da total häufig. Und ich denke immer, ich habe gar nicht so eingekauft, weißt du? Nee. Das ist also, und vor allen Dingen, das Schlimmste ist das Schafen letztens, weil Schafen ja auch ab und zu mal anderen Leuten noch ein bisschen hilft und so. Sagte sie dann, also schrieb sie mir eine Nachricht, während sie da am Arbeiten war, ob ich ihr das gerade mal sagen könnte, weil ich ja letztens anscheinend wieder einkaufen war, weißt du? Und wie weit man denn mit 20 Euro heutzutage käme. Ja? Oh, 20 und Euro das ist ja, das ist vor allen Dingen der Witz, aber und ich war natürlich völlig überfordert, denn ich wusste gar nicht, also ich kannte ja auch den Warenkorb gar nicht. Ja? Du kriegst ja sonst auch schon mal so einen Warenkorb mit dabei. Weißt du? Wieso sterbe ich hier eigentlich? Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber rechts ist noch ein. Oh, das hast du schon selbst rausgefuchst. Klar. So. Fuchsen. Sarens hier, oh ja. Ich habe aber gedrückt. Ich habe wirklich gedrückt. Ich glaub's dir, manchmal drückt man und es nützt trotzdem nichts. Polka. Vom Ring bis an die Wolga. Ja. Polka. Wie geht es weiter? Der Peter und die Olga. Ja. Cabanis oder Wodka. Polka. Wir könnten auch eine schöne Advents-Einlage machen, weil wir ja gerade in der Zeit sind. Das heißt, die anderen 48 Wochen im Jahr werden die Leute das mega hassen, dass, wenn sie die Folge gucken und wir singen. Könnte sein. Irgendwie Tochterziehung. Kennst du ein kleiner Matrose? Nein. Nein? Schaffen kannte das auch nicht. Ist das wieder sowas Karnevaleskes? Nein, überhaupt nicht. Nee? Das Lied heißt, ein kleiner Matrose umsegelte die Welt. Er liebte ein Mädchen, das hatte gar kein Geld. Das Mädchen muss sterben, und wer war schuld daran? Ein kleiner Matrose in seinem Liebeswahn. Sag mal, bist du nur mit solchen Kinderliedern erzogen worden? Der Witz ist, das habe ich in der 7. Klasse auf dem Gummi, weißt du? Kennst du Gummi? Klar kenne ich Gummi, ey. Ey, Gummi und ich, wir sind so, ja, wir sind Bros. Ja, wieso kriege ich so oft? Ach, das habe ich, das ist das allerletzte hier. So, also wie gesagt, das ist ungehörig. Das ist ein Spiel. Das ist ungehörig. Nun fang dich mal. Zeig etwas Manieren. Zeig uns mal, dass du auch eine Kinderstube genossen hast, Spiel. Hast du den Tonfall erkannt? Es gibt so Erziehungs... Oh, juckt deine Nase auch Shit ist das. Soll ich dich mal da jucken gleich? Nee, das nützt nichts. Das ist in der Nase drin. Oh, das ist, wo du gleich so einen stundenlangen Niesanfall bekommst. Und popeln möchte ich nicht, dass du das machst. Nee, da will ich ein Wattestäbchen holen. Ja, mindestens. Wenn eins reicht. Hast du mal meine Nase gesehen? Ich guck sie. Du hast ja eine. Ja. Meine Güte. Jedenfalls, dieses Lied, 7. Klasse. Ich habe meinen Musiklehrer sehr gemocht. Mhm. Das haben wir da gesungen. Bei diesem Lied, deswegen habe ich das überhaupt angestimmt. Angestimmt ist auch ein schönes Wort, oder? Da ersetzt man nach und nach jedes Wort durch eine Bewegung. Mhm. Das ist natürlich sehr lustig. Vor allen Dingen, wenn die Leute jetzt nicht hören, also nicht sehen, was ich für Bewegungen mache, dann würde das nämlich so gehen. Kleiner Matrose umsegelte die Welt. Weil zuerst machst du nur ein. Weißt du? Er liebte Mädchen, das hatte gar kein Geld. Das ist ja fies. Ja, eben. Da muss ich ja innerlich sozusagen die Melodie mitsingen, damit ich nicht aus den
aus den Harmonien. Deswegen auch siebte Klasse, weißt du? Das war schon. Oh, jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt muss ich mal kurz aufpassen hier, ja? So. Also, ich weiß nicht, ob es beim Spiel gewirkt hat, aber ich war gerade sehr ehrfurchtig da, nachdem du deine tiefe, böse Stimme benutzt hast. Ich musste jetzt mal gerade hier aufpassen. So. Nee, falsche Richtung. Komm, jetzt hier nochmal. Ja, mach der Frosch. So. Mach der Frosch. So, ja, ist schön. Aber der Frosch ist doch wirklich auch gut. Der Frosch ist super. So. Ich finde sowieso, wir sollen eigentlich viel mehr Tiere wieder in den deutschen Medien haben, die dann. Oh, das würde ich nicht. Aber du bist ja auch Turbofuchs. Ja. Okay, okay. So. Nicht, dass du zu weit springst, weißt du? Nö, das ist ja nicht mit Springen. Oder? Meinst du das Springen? Gar nicht mit Springen. Willst du da drüber springen? Echt so? Meinst du? Ich jetzt aber ganz wie du willst. Oh ja, also, okay. Du so meinst du, ja? Ja. Ja, so nicht. Ja. Okay. Sehr schön. So, 26 Minuten. Tauschen wir eigentlich mal? Oder? Ja. Nein, wir tauschen. Ich musste ja in der letzten Folge auch durchspielen. Du musstest die letzte Folge auch durchspielen. Unter dem Verweis, ich habe dich da so grandios hingebracht, Ping. Und heute kann ich sagen, ich habe dich da so grandios hingebracht, Fuchsen. Ja, ja. Das stimmt. Kleiner Matrose. Und dann machst du eben auch den Kleinen weg, weißt du? Mhm. Dann machst du halt. Ah, verstehe. Ja, und dann Matrose ist so. Mhm. Umsegelte kannst du auch ersetzen. Bei Matrose wäre mir eine andere Bewegung eingefallen, aber in der siebten Klasse vielleicht nicht. Was hast du denn jetzt überlegt? Naja. Der hat doch in jeder. Popeye, Stadt, oder hat nicht? Hat er doch ein. Ach, ja. Ein Mädchen. Da weißt du jetzt als Fast-Hamburger nee, besser. Ach, da kenne ich auch nur die Stereotypen. Oh ja. Oh, das ist gut. Das, ich habe gedacht, nein, er das kommt jetzt hinterher. Ich habe überhaupt keine Lust, weißt du. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Weißt du, überhaupt kein Böckchen. Cool, hätte ich es jetzt gefunden, wenn so pixelig, so ein paar gelbe Pixel hinterher gekommen wären. Überhaupt kein Böckchen. So, dass das Pinky dann, naja. Also, ich weiß nicht, das durfte man damals vielleicht noch nicht. Wäre lustig, oder? Das wäre lustig gewesen, ja, das stimmt. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, ich habe Lust, morgen mal meinen Regenschirm zu nehmen und mit dieser Bewegung auf die Leute zuzulaufen. Und mal zu gucken, was dann passiert. Ja, was bin ich denn so schlecht, sag mal? Das ist ja der helle Wahnsinn. Vielleicht bist du einfach ein bisschen von der Fruktose deiner Apfelschorle ein bisschen auch verlangsamt. Könnte sein. Das könnte sein, ja. Könnte sein. Echter Zuckerabbau, das ist ja eine schwierige Sache. Und, So, ja, leck mich doch am Arsch, so sieht das nämlich aus, weißt du. Jetzt guckt der aber ganz schön doof. Jetzt guckt der da doof aus der Wäsche, das ist mir völlig egal. Wo bin ich? Und wo ist das Blondchen, ja. Tja, Blondchen hat sich jetzt gedacht. So, das ist ja das allerletzte. Ein kleiner Matrose und umsegle hier mal die Welt. Eben, so. So, und dann machen wir jetzt mal hier gerade. Der Frosch, so. Puschi, Puschi, Mumumumu. Ich meine, sie würde dann ja auch sagen und nicht mehr. Mhm. Genau. Also, würde dann sagen. Mhm, Und dann gäbe es noch Bär. Mhm. Und mit seinen Hühnern. Und Ach nee, und Sehr schön. Das war doch jetzt mal. Ich kann das doch noch. Frechheit. So. Ja, er jetzt wieder hier. Mit seinem lila Puschen. Rapum. Rapöttel. Rapöttel, ja. Rapöttel. So, das war ein Rapöttel. So, ho. Ach, ich bin ein bisschen greedy, das weiß ich auch, aber es macht ja nichts. Aber du musst ja nur hier einmal runter. Eben. Muss ja nicht das zweite Mal. Ich muss ja nicht das zweite noch mitnehmen. Das machen wir dann auch gar nicht. Nee. Oh nein! Oh nein! Oh. Oh. Oh,
alles ist gut. Oh, nee, nix ist gut. Das, das ist nichts, das ist nichts im Vergleich mit meinen. Ich fall 50 Mal von derselben Sorge in der letzten Folge. Oh, man leidet auch mit, ne? Ja, man leidet auch mit und unter sich. So. Das ist wie mit den Nachbarn, die leiden auch. Jetzt hier. Och. Ui. Och. Darf ich das verraten, dass du manchmal, wenn du... Wenn ich mich ärgere, sowas mache? Ich glaube, das haben die Leute sich schon gedacht. Nee, dass du manchmal, wenn du dich ärgerst, aber du darfst dich nicht offen ärgern. Dass ich dann anfange zu atmen? Ja, aber wie? Nee, das darfst du nicht verraten. Na gut. Nein. Müssen die Leute, dass ich atmen? Nein, ich atme nicht. Nein. Nein, wie jeder andere gute Bürger. Es ist ja ein bisschen unter deiner Würde, eben, so zu atmen. Ne? Wie jeder andere gute Bürger atme auch ich nicht. Immerhin sitzt du ja auch gerade in deinem Fahrstuhl. Und wenn durch die Hose. Oh, denn man muss ja immer locker durch die Hose atmen. Wieso kam der denn jetzt da nicht mehr hoch? Das ist doch jetzt... Oh, aber ich mache doch nichts anderes als vorher. Wenn man anfängt, sich über die Ungerechtigkeit des Spiels... Dann ist eigentlich auch schon ziemlich viel verloren. Dann ist eigentlich schon ziemlich viel verloren. Ein so. Kleiner Matrose. Nee, der hilft mir jetzt auch nicht mehr. Nee, der hilft mir... Nee, Ping, jetzt hör mal auf hier mit dem Gefühlskram. Das kann ich jetzt das überhaupt nicht mehr. So, jetzt nee, stirb jetzt. Halt, ja? Verreck doch, du! So. Alles klar. Er meint nicht mich, ich lebe noch, Leute. Ja. So, ich bin noch nicht zu einem Ping-Ragu geworden. Wobei. Guck mich nicht so an. Ja. So. Immerhin sind ja Fuchsens auch viel größer als Pinks. Also höher gewachsen. Ja. Das stimmt. Nee. Nee. Jetzt. Ja. Das haben wir gar nicht nötig. So. Und ich habe es auch nicht nötig. Und Loki hat das auch nicht. Und Loki hat das auch nicht. Nicht. Man muss dann das T. Nicht. Sehr so, cool. Stirb doch. Man ist auch wirklich kurz davor, dann so Sachen zu sagen wie stirb doch, du scheiß Turbanfresse oder so. Weißt du, so Sachen, die man einfach nicht sagen darf. Die man einfach nicht sagt. Weißt du? Aber so, man hat das Bedürfnis. Man hat auch das Bedürfnis, die Mütter zu beleidigen, dieser Herrin hier. Ja. Oder vielleicht auch nur die eine. Vielleicht sind das alles Brüder und sie stammen alle von der einen Mutter ab. Das könnte sein, der Urmutter sozusagen. Der Urmutter, oh ja. Und sie hieß Fridolin. Und sie war nicht nur die Mutter, sie war auch die Oma. Hm. Ja, war die Mutter auch die Oma. Hat sie sich jetzt auch mit Selbstbestäubung dann fortgepflanzt oder wie hat sie das gemacht? Man, du musst auch gar nicht... Das ist doch ideal. Jetzt es kommt noch so er eine. Er ist grün. Oh nein! Oh nein! Aber das war ganz toll, dass so weit waren wir bisher noch nicht. Du hast uns einen Screen weitergegeben. Oh, wenn der Schmerz nachlässt, ne, dann ist auch meistens schön. Was brauchst du dann immer? Du brauchst dann immer irgendwas Kölsches. Trink doch eine mit. Ja, ja, stell dich nicht so an. Ja, nee. Nicht ganz so operesk. Ist mehr so. Zigerim. Zick, zick, Zigerim. Hasse ich übrigens sehr, wenn die das. Ja. Ist doch kein Geld. Mhm. Das ist ganz egal. Ja, nee. Ist immer noch zu. Ist immer noch zu. Ich hab das halt operesk. Auch. Operesk ist aber Operesk. Auch, weißt du endlich, dass ich also in dieser ganzen... Ich weiß, du hasst Oper total. Ja, also ich habe es ja wirklich sehr genossen, auch singen zu lernen, aber dieses Operngedöns... Ja, das ist... Dieses, ist, glaube ich, tatsächlich was ganz Leute anderes, 20 ne? 20 Jahre oder? Lang singen, ich sterbe, ja. Oh, wie vor... Und ich denke so, ja, dann tu es doch. Stirb. Okay? Stirb, ja, das denke ich jetzt, wie du mir hier mit deinen Äumeln... Was ich hingegen sehr liebe, ist Wagner, weil da die Handlung richtig vorangeht. Ist richtig, ja. Sie stirbt. Nein. Passiert bei Wagner kein einziges Mal. In den späteren Werken. So. Pum. Rapöttel. Das pariert doch nicht. Pum. Schkabuf. Pöschel. Kadiddel. Rammelrabum. Ja, cool. So. Ich muss gerade an meine Oma denken. Ja, ich hab auf den viele Satz, Grüße an dieser Stelle. Ja, sehr gerne. Ich glaube nicht, dass sie es gucken wird. Ich habe früher auch den Satz zu hören gekriegt, du sollst parieren. Ja. Und jetzt sagst du, du sollst nicht parieren. Warum parierst du denn? Und ich denke so, jetzt bin ich verwirrt. Ja. Weil jetzt zwei verschiedene Wertesysteme aufeinander prallen. Ja.
So gut machst du das inzwischen. Denke ich nämlich auch. Eigentlich ist das gar nicht so. Bleibst du einfach nicht da drauf? Nein, ich bin jetzt einfach direkt einfach höpp. Höpp, genau. Du hast wieder höpp auch viel. Tja, das Problem ist, ich muss ja jetzt da drüber kommen. Ja. Sehr gut. Ja, hier der Grüne hat überhaupt keinen Schneid gegen dich. So. Mhm. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Epischst. Epischst. Am epischsten. Doch, epischst. Mehr Apfelschorle. Mehr Apfelschorle für den Fuchs. Wenn die Apfelschorle so kalt ist, ne, dann ist auch wirklich herrlich. Wird mein Retter noch rechtzeitig kommen? Ich ziehe lieber die Sandkörner, bevor ich anfange zu denken oder tätig zu werden. Wenigstens liegt sie jetzt nicht so brassig auf der Dingsbumse. Ja, wie eben. Drückst du mal Steuerung? Bist du sicher? G? Ja, klar. Achso, du meinst, weil wir... Nee. Wir drücken nicht. Nein. Du bist... Ein Fuchs, ja, ich weiß. Hm. Aber ich weiß das manchmal nicht. Ja, und dann muss ich das da musst du, sagen. Da musst du... So Geronimo! Nur beim Sprung vom Kopf des Löwen ja. wird er sich als würdig erweisen. Was auch immer. Hm. Indiana Jones 3? Ja, auf jeden Fall. Und der bußfertige Mann wird bestehen. Der bußfertige Mann. Oh, der bußfertige Mann ist tot. Er kniet! Ja. Hm, das geht nämlich so. Oh Gott, ja, ich weiß. Und dann die zweite... Aber im Lateinischen beginnt Jehova mit einem I? Ja, und dann denke ich mir so, das Lateinische kennt gar kein Jehova. Nee, möchten die nicht, ne? Gut, dann machen wir das halt auf die langweilige Fresse. Vielleicht musst du auch wieder der Pedofrosch sein. Mhm, genau. Ja, du kannst ja schon, wenn du dich geduckt hältst, kannst du ja trotzdem ein bisschen nach vorne rappeln. Vielleicht geht das ja. So? Nee, aber so geht auch. Und so? Toll. Ja. Großartig, Fuchsen. Ja. Oh ja. Das hier ist offenbar auch die Welt der Stacheln. Ja. Das ist sie sogar sehr. Die sind mich am Veräppeln hier. Da sind sie dich am Veräppeln. Die sind mich am Veräppeln dran, weißt du? Jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Ja, ja. Im Sprung habe ich es gemerkt, ne? Na, schade. So, ja. Oh ja, sehr hilfreich. Streckt sich nach. Das ist ja auch eine beliebte Lockerungsübung, nicht wahr? Vom Singen, dass man vom Yoga oder. Ach so, ja, Äpfel pflücken ist immer gut. Die Sterne betastet oder auch in Gruben springt. In Gruben springt. Das ist manchmal besonders gerne. Auch mit der begleitenden Atemübung. In Gruben springen. Ja. Da bist du jetzt ein bisschen Da habe ich einfach mehr Erfahrung wahrscheinlich vom Einsingen her, weißt du? Oh, scheußliche Einsingen von dem. Ob ihr es glaubt, Leute, oder nicht, wir haben mal zusammen in einem Chor gesungen. Ja, das stimmt. Das darf man wohl so sagen. Das darf man so sagen, ja. Und wir waren sehr gut. Ja, wir schon. Warum, weiß ich nicht. Also, weiß ich jetzt hier nicht, aber... So, ja. Na komm. Dann? Nee, das wollte er nicht. Nee, ist klar. Nee. Das wäre ja auch Quatsch, weißt du? Das wäre auch Quatsch. Ach, nee. Ja, wirklich Quatsch so. Jetzt an der Stelle. Also. Fum, 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 fum. So. Der Fuchs springt darüber. Ja, komm, ist gut. Oh, nee! Oh! Sie lassen sich extra zwei Screens fallen, damit es so richtig schmerzvoll ist, weißt du? Nee. So, also, wir laufen dahin. Ja, komm, jetzt hopp. Und hopp. So. Ja. Mhm. So. Oh ja, guck mal, wie gut ich das gemacht habe. Ich weiß übrigens jetzt, wie das geht. Das ist mit der... Die Taste gedrückt halten. Hier, die Shift-Taste. Nur die Shift-Taste? Die Säbeltaste gedrückt halten, dann macht er das. Ach, und du hast jetzt gar nicht nach oben auch gedrückt? Das da? Nee? Nee, hab ich nicht. Krass. Das so. Ist ja viel einfacher, als wir bisher gedacht haben. Ja, aber das war jetzt gar nicht mal so. Mhm. Ach ja. Und sonst so?
Sonst ist es auch viel in 11.55 Uhr und 2 Sekunden. Natürlich. Mhm. Ist es eigentlich 11.55 Uhr und 2 Sekunden oder ist es 11.02 Uhr und 55 Sekunden? Das haben wir nämlich eine ganze Zeit lang immer falsch rum erzählt. Denn unser Screen ist nämlich eigentlich, ich glaube, 11.02 Uhr und 55 Sekunden. Vielleicht brauchen wir einfach das Testbild nochmal vom guten Erich. Ist er dicker als die anderen? Ja. Er ist voll der... Ich will ja nichts sagen. Aber Adipositas im fortgeschrittenen Stadium, was? Ja, vor allem hat er ganz kurze Ärmchen. Guck mal, wie kurze Ärmchen er hat. Vielleicht ist es ein Eunuch. Die werden ja meistens dicker dann. Das stimmt. Die sind also auch Hallo? Ne? Was ist das für ein Fre... Ach, der weicht dann nicht so gut zurück, ja? Oder wie? So. Ach, guck mal, jetzt liegt er da. Vielleicht können wir ein Stück rausschneiden oder so. Nee, können wir gar nicht. Was ist jetzt hier? Hier ist jetzt Edgy Badge. Ja, und jetzt? Ja, was ist das denn? Ich löwe nicht. Und jetzt? Jetzt freuen wir uns, oder was? Vielleicht ist hier, weißt du? So, und dann ist unten ist der... Ja. Eine Rakete. So. Kommando 1, 2, 3. Peng. Weiß ich, A, was ist Peng das hier? So? Ah, Peng. Das sieht aus wie ein verträumtes Auto. Ah, da ist das Arsch. Ja, und jetzt? Er lässt sich nicht von dir beeindrucken, merkst du das? Ja, aber wie soll ich denn da, komme ich denn da rüber? Vielleicht mit ganz viel Anlauf und dem Trick. Geronimo! Oh, ich bin in Level 7 reingesprungen, oder was? Und dann musst du dich da einfach, also einfach festhalten. Vielleicht hältst du dich da. Oh. Falle ich da jetzt jedes Mal runter, oder wie? Guck. Also, Hochstelltaste 8. Doch, 8, okay. Ist das Maß aller Dinge. Guck mal, der wird bestimmt gleich lebendig und dann habt ihr wieder viel Spaten. Nein. Nee, da ist gar nichts mit lebendig. So. Hatte mal einen Professor in der Vorlesung. Der. Ja. Der las Geschichte. Eine historische Vorlesung. Und er schilderte jemanden. Nun, und dieser Herr war auch sehr lebendig. Und ich dachte so, um Himmels willen. Ich mag einfach auch den Anfang. So. Ah, herrlich. Ich glaube, der Anlauf war zu kurz. Aber ich mag das auch so, dass als ja, das ist schön. Weißt du, dass wir das Spiel heute zur Hälfte durchgespielt haben? Ohne Quatsch. Also es ist tatsächlich der Fall. Schon, und das jetzt schon nach der, was ist das jetzt, die sechste Folge oder so? Fünfte? Sechste? So, oh. Geht's halt. Hab wieder ein Kind gekriegt, ne? Hier, das ist aber wirklich. Du hast ein Kind gekriegt? Ja, ich krieg immer Kinder hier. Da, ach, ein Kind. Da drücke ich dann so lange hier, weißt du, bis ich hinten, also ist auch egal. Oh, guck mal so. Oh an. Ja, Den mögen wir nicht. Komm, geh da durch. Geh, Schaschlik, komm, mach Schaschlik, mach Osmanen-Schaschlik. Das sind doch keine Osmanen. Sind das Osmanen? Keine Ahnung. Perser? Ja, das sind vor allem Teppiche. Komm, geh Teppich waschen oder was? Ist mir egal. Scheiße. Das Gute ist, du bist ja gleich wieder da. Das ist richtig. Das ist ja auch nur die kurze Strecke hier. Im wahrsten Sinne. Er ist auch in dieser Embryonalfallstellung unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig für ihn, glaube ich. So, alles klar. So, da sind wir. Was bedeutet wohl das Grüne? Gute Frage, habe ich mich auch gerade gefragt. So. Ja, du bist eine fiese Platte, das haben wir schon verstanden. Man hätte eigentlich erwartet, die kommt jetzt runter, ne? Ja, deswegen bin ich ja direkt. Och, jetzt ist aber wirklich, sonst ist das doch nie ein Problem. Na gut.
Pong. Pong. Oho, der ist auch sehr bemüht. Siehst du, wie der schon kommt? Ja. Der ist schon... Das ist auch wieder der Curry, Mann. Da kommt der aber auch. Ich dachte, wir hätten ihn schon umgelegt. Ja, das ist... diese Mutter hat viele Söhne. Das war einmal ein Vater, der hatte 7 Söhne. Eines Abends kamen die Söhne zu dem Vater und sagten, Vater, erzähl uns eine Geschichte. Da fing der Vater an. Es war einmal ein Vater, der hatte 7 Söhne. Eines Abends gingen die Söhne zu dem Vater und sagten, Vater, erzähl uns eine Geschichte. Da fing der Vater an. Es war einmal ein Vater, der hatte 7 Söhne. Eines Abends gingen die Söhne zu dem Vater und sagten, Vater, erzähl uns eine Geschichte. Da fing der Vater an. Es war einmal ein Vater, der hatte 7 Söhne. Muss man auch erstmal schaffen, ne? Zumal er ja auch derjenige ist, also es hätten ja auch Töchter dabei sein können. Ist richtig, aber er schafft immer nur 7 Söhne zu kriegen. Oh. Das ist echt fies. So, also, Momentchen, Fräulein. Nee. Also, ich muss also hier, nee. Wieso machst du denn so einen Quatsch? Quatsch. So. Quatsch. Nee, das macht er nicht. Nee. Das macht er nicht, ne? Das kann auch kurz nicht. Das ist emotional und zeitlich einfach nicht so sein Ding. Oh, das glaube ich nicht. Platsch. Komm. Jo, Platsch. Oh, komm, jo. Halt dich fest, Junge. Jo. Oh, oh. Übrigens nur gedrückt halten. Platsch. Es ist nur die Shift-Taste, nichts mit 8. Es ist nur die Shift-Taste. Okay. Aber mit 8 ziehen wir uns dann hoch. Ja. Ja, das ist hilfreich. Ja, mach das gleich nochmal, das ist gut. Habe ich jetzt mal nur testweise, ja. Es ist nur die 8 gedrückt, also nur die Shift-Taste, nicht die 8. Also unsere Benutzen-Taste im Grunde genommen. Aha. Mit der wir uns ja auch gerne mal sehen, in den Schlüpper stecken. In den Schlüpper. So, zack, da ist er wieder weg. So, Zack, da waren wir leider auch. Juhu! Oh, Platsch. Du hast das so schön gemacht, hab gedacht, jetzt machen wir noch einen Platsch. Oh, verliebt. Ja, ich weiß. So, also da hängen wir. Mach Platsch, ja. Platsch. Magst du vielleicht mal hochgehen, Junge, oder wie sieht das aus? Nee. Wie södet? Hallo? Nee, du musst, nee. Glaube ich. Nee. Hallo? Platsch. Jo. Platsch. Aber wieso denn nicht? Platsch. Was will er denn jetzt nicht Platsch. Mehr? Wieso will er das denn nicht? Platsch. Ich drück doch jetzt nur hoch. Der ist mich am veräppeln. Platsch. Der will das nicht mehr. Platsch. Ohne Scheiß, der will das nicht mehr. Was mache ich denn jetzt anders? Fuchsen hat das Spiel gecrashed. Warum? Na. So. In der Ruhe liegt die Kraft. So, jetzt. Er musste sich erstmal ausbauen. Ja, natürlich. Wer lang hat, lässt lang hängen und so. So, tot. Sehr gut. So. Das ist für uns alles uninteressant hier. So. Gut. Da geht's hoch. Gut, gut, gut. Der dicke Herr fängt an. Ist ja gehört so. Juhu, oh ja, da sind wir wieder. Stimmt. Muss ich ja wieder hier. So, er hängt. Er springt. Er hängt. Er springt. Nein, er springt. Nein, Emma, du musst ihn erst ausbaumeln. Okay. So, er hängt. Hängen. So. Er springt, er baumelt. Jetzt. Alles klar. Das ist ja ganz easy going. Das machen wir jetzt einfach immer so. Total. So. Höpp. Höbbel. Aua. Aua, du Sackgesicht, du. Osmanisches Sackgesicht. Nein. Das ist kein Osmaner, ne? Nein. Und selbst wenn es einer wäre, wäre es nicht nett von dir, ihn darauf hinzuweisen. Dass er Osmaner ist, ja. Mhm. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ist das Osmanische Reich war auch so eine Multikultur, oder? Ja. War das so wie bei den Inka, dass es also immer noch eine kleine Gruppe gab, die man als rein osmanisch bezeichnen konnte, oder
Hatte sich das alles schon so vermischt mit den unterworfenen Völkern und allem? Du, keine Ahnung. Ich nehme mich auch nicht. Das ist so eine Zeit, so ein Kulturraum, über den ich nichts weiß. So, ich guck mal gerade, ob hier noch irgendwas ist. Nee, ne, ist nichts. Gut. Ja, natürlich, ne? Das hat sein Nasenspitzchen berührt. Echt? Oder es ist ihm auf den großen Zeh gefallen. Das kann sehr schmerzhaft sein. Das wird da überhaupt nichts, sehe ich doch schon kommen. Ich mag deine Einstellung. Ja. Schade. Platsch. Das hast du dir verdient. So sieht es nämlich aus. Ja, hast du dir verdient. So. Herrlich. Sei mir gnädig, ich bin fix und fertig. Warum hätte Mama dann der Bauch so dick? Was ein Drama. Ja, wobei dieses nicht der Frosch ist, nicht verwechseln. Ja, das war der Ehrentod. Du warst gerade auch so ein bisschen Obi-Wan im Angesicht von Darth Vader. Auf jeden Fall. Okay. Vor allen Dingen von den blonden Haaren her zu erkennen. Ja. Ja. Aber nur ein Meister des Bösen, Das. Das. Mhm. Er sagt Das, glaube ich. Das, ja, ja. Vor allen Dingen Das als Vorname. Ja. Weil die Star Wars-Leute damals selbst noch nicht wussten, dass Das eigentlich der Titel ist. Ach so. Weißt du? Ja, das stimmt auch. Ja, guck mal. Wieder was gelernt mit Fuchsen, ja? Ja. Ich habe den Verdacht, wenn du diese Platte da lässt, wenn du da drüber springst, dann hast du später irgendwann die Möglichkeit, da hinzukommen, zu diesem super geheimen, gar nichts auf Arme bekommen, zu diesem super geheimen grünen Trank. Super geheimer grüner Trank. So, komm, Mr. Curryman, curry me banana. Rapöttel! So, sehe ich nämlich überhaupt nicht ein, ja? Nee. Muss man wirklich mal sagen. Wären wir bei Indiana Jones, könntest du ihn jetzt looten und er hätte eine Wurst dabei. Ja. Aber ist ja gar nicht. So müssen wir die Wurst halt uns denken oder so, ich weiß. Komm, wir denken uns eine Wurst. Und jetzt lade ich sie auch alle ganz herzlich ein, dass sich jeder jetzt mal so seine persönliche Wurst denkt. Ja. Ach, das ist auch schön, wenn ich mir die Wurst denken kann. Ich habe übrigens keine Ahnung, ach, das ist diese Stelle hier, ja? Ja. Diese hier, die ich vorhin schon nicht hingekriegt habe, ja? Nee, das war zu weit. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl. Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Nämlich? Oh. Egal, also ich habe keine Gefühle. Ein Gefühl, was das angeht. Vielleicht ist oben auch was? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Oh, sowas von gar nichts. Ja. Lässt du dich fallen? Ganz schön gut. Ja. Alter Angeber. Ja. Ach, natürlich. Ach ja, natürlich. Da kann er nicht durch. Das ist, er müsste. Ja, vielleicht hättest du es geduckt. Ich hätte schneller sein müssen, das ist das Problem. Oh ja. Aber da ist auch. Wir wollen ja auch jeden Screen einmal zeigen. Das, den haben wir schon häufiger gesehen. Ich mag den aber besonders gerne auch. So. Ich finde eigentlich noch schöner wäre es gewesen, wenn sie das Tor unten schon offen gemacht hätten. Also, das wäre noch demütigender. So. Ja, das stimmt. Klatsch. Jetzt. Denn in der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt. So, jetzt kommt hier wieder der Eumel. Hallo Eumel, du bist immer noch so blau.
Ach, 59 seconds, 58, ach, du ahnst es. Ach, du, es gibt doch noch auf der Nuss, du. Komm da, schau dir eins. Bist so. Du manchmal im Stadion? Nee. Nie, ne? Nee, nie. Aber ich klinge so, als könnte ich. Mhm. Oh, wenn du da jetzt das auf den Dötz bekommst. Ist vorbei. Mhm. Dann bist du ja. Kacke Nüssen, Uchte Prinzen. Mhm. Ach ja, jetzt hopp, 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 oh je, hopp, hopp, kann das Ding immer runterfallen? Oh. So. Ach, so schön. Ach, wie schön, da ist dass es. Dass es jetzt runtergefallen ist. Ach, da jetzt ist wollen es. Wir noch 13 Sekunden left haben, ne? Ach, herrlich. Komm, wir springen hier durch. Ach, schade. So, hier, hallo, hallo. Oh, das ist gemein. Oh, das ist gemein. Ja, das stimmt. Oh, Kinder, was war das schön? Ja, ja. Ja, ja, das. Ja, dann würde ich sagen, lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben, nach unten, nach links oder auch nach rechts da. Und drückt den Abo-Button hart, denn der braucht das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüss.